Wirtschaft und Umweltschutz sind keine Gegensätze. Wir, das UN Change Network, möchten nicht die Welt retten, aber den Mittelstand im Thema Nachhaltigkeit fördern. Wir können nicht überall helfen, aber wir können an bestimmten Stellen helfen. Wo eigentlich, ich sage jetzt mal, fast jeder nicht mal ein richtiges Dach über dem Kopf hat, wo in Strohhütten gelebt wird. Also da fahren wir hin. Unser Studiengang Unternehmertum ist ein spezielles Angebot. Einmal pro Jahr veranstaltet der Studiengang Unternehmertum an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe eine sogenannte Lehrpressekonferenz. Studierende trainieren damit die mediengerechte Präsentation von Inhalten sowie den Umgang mit Medienvertretern. Jeweils eine Studierendengruppe stellt ihr Projekt vor. Die Themen 2021 sind zwei Neugründungen. Erstens: ein Unternehmernetzwerk zur Förderung von nachhaltigem Mittelstand mit der Bezeichnung UN Change Network. Zweitens eine Hilfsorganisation für Bedürftige in Kolumbien namens Sin Fronteras. Corona-bedingt war es dieses Mal eine Online-Pressekonferenz. Das UN Change Network, dieses wir am 1.5.2021 gegründet haben, das Netzwerk bietet für Unternehmer im Mittelstand den Support bei Projekten rund um die Nachhaltigkeit und den Klimaschutz. Gehen wir noch ein bisschen tiefer hinein in die Entstehungsgeschichte und auch in die Motivation, was uns bewegt hat, dieses Netzwerk zu gründen. Lena, bitteschön. Wir finden, es muss mehr Verantwortung auf globaler Ebene übernommen werden, die schon oft bei der eigenen Lieferkette beginnt. Darüber hinaus finden wir, dass Verantwortung für kommende Generationen übernommen werden soll. Im unternehmerischen Sinn sind es die Nachfolger. Und die sind nicht selten in Familienbetrieben sogar die eigenen Kinder. Und es gibt auch belegbare Zahlen, Daten und Fakten, die darauf hindeuten, dass es eben vielleicht keine Kann-, sondern vielleicht vielmehr eine Muss-Lösung ist, die wir ja anstreben. Und hierfür hat Herr John Heinemann Ihnen einmal was zusammengesetzt. 99% der Unternehmen sind kleine mittelständische Unternehmen und deswegen ist es genau unser Ziel, hier anzusetzen und hier die Probleme in der Wurzel zu lösen. Und da gab es auch interessante Umfragen, die gezeigt haben, dass 52% der Unternehmen Nachhaltigkeit als wichtig ansehen, aber nur 42% tatsächlich auch Nachhaltigkeit als Unternehmensbestandteil in der Philosophie haben. Also hier sieht man ganz eindeutig, dass mehr Unternehmen eigentlich wollen, und aber es noch nicht umsetzen. Ja. Und da ist unsere Philosophie, dass eben da ein bisschen die Tools vielleicht fehlen. Und deswegen haben wir unser Netzwerk gegründet, um diesen Unternehmen tatsächlich zu helfen, auch diese Ziele umzusetzen. Aber was bringt all diese Theorie und unser Netzwerk, wenn es keinen praktikablen Nutzen jetzt für uns Unternehmerinnen und Unternehmer hat? Aus diesem Grund rundet das ganze Bild für Sie nochmal mit zwei wunderbaren Praxisbeispielen, Frau Hildegard-Holz, ab. Ich studiere Unternehmertum und leite eine kleine Getreidemühle im nördlichen Saarland. Wir sind seit 10 Jahren strikt regional ausgerichtet. Wir verzichten bei unseren Rohstoffen auf Glyphosat und auf Gentechnik. Und auch sonst versuchen wir, möglichst nachhaltig zu wirtschaften. Zum Beispiel kommt der Strom für unsere Anlagen zu 100% aus Wasserkraft. Sie ist sozusagen unsere direkte Verbindung zu hilfsbedürftigen Menschen in Medellin. Isabella ist in Medellin groß geworden. Medellin ist eine Stadt im Nordwesten von Kolumbien, in der ungefähr 2,5 Millionen Menschen leben. Und gemäß einer Aussage von einer lokalen Tageszeitung haben fast 60% der Haushalte in Medellin keinen regelmäßigen Zugang zu Nahrungsmitteln. Und daher wollen wir als starke Gemeinschaft Sin Fronteras sozusagen ohne Grenzen unterstützen. Und durch den Kontakt mit Isabella haben wir uns eben dafür entschieden, das in Kolumbien zu tun. Bei uns im Studiengang ist es wirklich was Einzigartiges, diese Gemeinschaft. Wir halten alle zusammen und es ist eben das, was uns auch antreibt. Wir werden 3 Einnahmequellen haben. Das ist einmal die Mitgliedsbeiträge von den Mitgliedern, die direkten Spenden, worüber wir uns über jede Spende freuen. Und man kann uns eben auch über ein sogenanntes Fundraising unterstützen. Bedeutet, man kann Kosten des Vereins übernehmen, wie zum Beispiel Marketingkosten, Werbekampagnen etc. Sin Fronteras bietet mir persönlich da auch einfach nochmal die Möglichkeit, noch weiter etwas zu tun, in anderen Ländern zu helfen. Wir haben die ganzen Spenden aufgeteilt, dass jeder Länder selbst entscheiden kann, wo er hin möchte. Ob in Lebensmittel, was dann Essenspakete beinhaltet,
in die Entwicklung, wo es dann hauptsächlich um Bücher, Lehrmaterial oder zum Teil auch in Spielsachen und Bildung geht und dann auch in den Haushalt, wo es um Konsumgüter für den täglichen Bedarf geht und auch hauptsächlich um Hygieneartikel. Dieser Lebensmittelkarton, Mercados, so sah das Ganze aus, da sind diese Grundnahrungsprodukte mit drin, von Thunfisch, Reis, Spaghetti, Öl, alles was man benötigt für eine Familie. Das ist unsere Hauptzielgruppe. Das sind im Endeffekt Familien mit jungen Kindern. Die werden ganz klar priorisiert oder bevorzugt, wo wenig Geld haben, Kinder haben vom Staat leider keine Unterstützung bekommen. Wir wollen im ersten Jahr, nächstes Jahr 2022, 25.000 Euro an Spenden einsammeln. Die Duale Hochschule ist die größte Hochschule des Landes mit ca. 34.000 Studierenden an 12 Standorten und sie bietet ausschließlich duale Studiengänge an. Das heißt, alle Studierenden sind sowohl Mitarbeiter in einem Ausbildungspartner, in einem Unternehmen, als auch Studierende. Und aus dieser Kombination aus Theorie und Praxis stellen wir immer wieder fest, funktioniert Lernen einfach besser. Unser Studiengang Unternehmertum ist ein spezielles Angebot, das richtet sich nicht an Abiturienten, die den Berufseinstieg suchen, sondern an junge Menschen, die schon unternehmerisch aktiv sind, die Gründer sind oder vielleicht Nachfolger im elterlichen Betrieb oder auch außerhalb und die für ihre Laufbahn als Selbstständige, als Unternehmer, Unternehmerinnen eine ganz besondere Qualifizierung benötigen. Und die können sie hier bei uns über 3,5 Jahre, 7 Semester in diesem Studiengang Unternehmertum erwerben.